Hi Leute und willkommen zum kleinen Infovideo zum Live Letter 49 von der vom Pariser Fanfestival. Der Livestream geht gerade noch, aber die sind jetzt in den letzten Zügen, deshalb fangen wir schon mal ein bisschen an. Wir sehen hier schon mal das Live Letter Art und man sieht halt das neue Eureka-Gebiet. Und damit wird dann jetzt auch gleich gestartet. Und da gucken wir uns ein bisschen rein. So, before going to the patch 4.55 content, we'd like to ask Yoshida-san to recap the upcoming 4.5X series patch schedule. Genau, und weil halt noch mehrere 4.5 Patches kommen, noch ein paar. So, Patch 4.55 kommt February 12th. Daten, mal gucken. Am 12. kommt Eureka für Dachos und Hidden George. Alright, and with Patch 4.55, the two big things coming are the newest Rival Wings PvP, the Hidden Gorge, as well as Eureka Hydatos. Then, so して, Patch 4.56, Patch 4.56, im März. Wurde die Hauptstory weitergeht, Hildebrand Abenteuer gehen weiter und die Beast Tribe Quests werden weitergeführt, also die Quests der wilden Stämme. Und in 4.57 das World Visit System, aber ohne Zeit, wann es genau da sein wird. ラスベガスのファンフェスでお伝えしたように、EU データセンターと、NA データセンターの、データセンター調整が入りますので、細かい日程のスケジュールが出たら、また改めてお知らせします。Right, and as we talked about in Las Vegas, this is when we're going to be making our changes with the EU data center and the NA data centers merging. We will be releasing details about this as we get closer to patch 4.57. Okay, und umso näher der Patch 4.57 kommt, umso mehr werden sie denn auch sagen, wie das mit den neuen Datacentern dann wird. Und vor 5.0 werden nochmal Änderungen vorgenommen, aber sie sagen noch nicht welche. スクショがすごいよな。Yeah, that's a pretty amazing screenshot. Okay, amazing. メカだらけ。最初はMex。ライバルウィングズ、ヒルンゴージです。ヒルンゴージ。では、細かいルールを説明しましょう。So, let's talk a little bit about the rules for Hidden Gorge. はい。ライバルウィングズシリーズということで、フロントラインとは異なって2チーム制の、PVP コンテンツになります。So again, this is an offshoot of Rival Wings. It's going to be two teams battling against each other. Okay. PvP 組。先に相手のコアと呼ばれるオブジェクトを破壊したチームが勝ちと。で、基本ルール、アストラガロスと同じ。Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. So for example, if every なんかちょっとチーム的に。Do you wanna see me? No, no. All right. So...Okay. Hi. Thank you very much. では初公開。Das wollen wir.静かですね。Quiet. いや、多分俺が喋ると思ってんだな。Everybody's waiting for me to talk. さあ、左下にワイプ入ってるよね。はい、今からデバッグコマンド打つから、ちょっと待って、ね。Oh, okay, we're gonna use some debug commands. Let's make sure they're covered up. Okay.
モンスターが僕を無視するデバッグコマンド。デバッグコマンドとゲットモンスターズとイグノーミー。無敵になるコマンド。チート。Command to become also was wir jetzt hier natürlich schon sehen, das Logos System ist auch hier. Change the time of day to day. Aha. Jetzt machen sie auch noch Licht. というわけでこちらが、最終章ヒュダトス編のマップになってます。All right, and so this is the map for the fourth and final chapter of Eureka Hydatos. まあちょっとマップ軽く見ていきましょう。Let's take a quick walk through around the area. 本来こんな天候良くないんですけどね。Usually the weather isn't this good in Hydatos. でここのテーマは水になってます。And so the theme, the elemental theme for this area is water.もう水の流れがですね、逆になってるんだよね。But you can see here, the flow of water is opposite of what it should be. だからこの水面もですね、向こうに向かって流れてて。So you can see that the water is flowing the other way and going up. It's not waterfall. Water? 滝、なんて言うんでしょう。Water rise? yes. そして物語、核心に迫って、今回で綺麗に全てのエウレカの物語完結します。And if this fourth and final chapter brings a conclusion to this story of Eureka as well, finishes it up, wraps it up nicely. あの中央の、中央にそびえてるあれですか、バルデシオンアーセナルという名前ですね。So that building that you see there in the center is called the Baldessian Arsenal. で、何やらね、こう得体の知れないビームが出てますね。And you can see these beams that are connecting it to something. はは。しかしあれだね、無敵で無視されると面白さがない。But when the monsters are ignoring me, this is not that fun. Wait, I'm gonna turn off the ignore. これでこの敵がいませんされるようになるんじゃない？Right, here you will get. お、敵がいない。There's no monsters. ビームのところに来ましたね。はいはいはい。ビームス。ビームス。あれです。これは何でしょう。Also ich kann jetzt schon mal sagen, さあこれをどうにかするんでしょうな。Neues Max Level wird 60 sein. What? Secrets. No. Okay. Und die Storyline geht natürlich weiter und wird auch final enden. かなり超巨大な NM もたくさんいらっしゃいますね。There are also many massive NMs wandering around here as well. Das Pyros Gear wird weiter upgradebar sein. They don't see you? Hello. No. Ja. What?Cheater down. Yoshida-san キャラがやられるのは大好き。Everyone loves Yoshida's Kafka's KO. 俺、インビンシブル入れたはず。Didn't you? Yeah, turn on invincible. コマンド間違ってましたからね。え、これ、あれじゃん。デスペナルティじゃん。あ、Yeah, you got your death penalty. Level down. Level down. Level down. Okay. Und ganz böse, jetzt haben sie auch noch eine Anzeige dafür gemacht, wenn du gestorben bist, XP verloren hast und dadurch das Level verloren hast, bekommst du das auch noch groß und fett angezeigt. Wenn das so nicht schon ärgerlich genug ist. Und 基本的には、このフィールドの中でシナリオもきれいに完結しますし、武器の強化等々も、皆さんがほとんどの方がね最終形態だと思っているところまでは到達できるので、ぜひ最後のエウレカ・ヒュダトス編、思いっきり楽しんでもらいたいのですが、一応この先の、お話もしておこうかなと。Alright, for the most part, in this fourth and final chapter here in this area, the story for Eureka the Forbidden Land will wrap up nicely. All of the gear enhancement can be achieved. But we want to talk a little bit about what happens after. じゃあ、PowerPoint に戻ります。そうですね。Go back to PowerPoint. Also, Sie haben jetzt Gear gesagt. Meinen Sie Waffen und Rüstung? マルデシオンアーセナルの中をちょっとだけご紹介します。中がある。Let's show a little bit about what's inside the Baldessian Arsenal. Das ist jetzt nur wieder die Rüstung.
Und die Waffe kommt irgendwann in 5.0 weiter. Das ist das Gebäude, was Sie gerade erwähnt haben, diese, dieses Baldesion. Right, and so we are calling this the open dungeon or the public dungeon, the Baldessian Arsenal. Also 56 Mann können auf einmal in den Dungeon. This is a ultra high-end public instance dungeon, where as many as 56 adventurers can challenge it at once. Those who complete all of the Eureka story as well as fulfill some very, very strict requirements will be able to enter. And it won't always be accessible. There are very many strict conditions to get in. You have to have certain items, certain times. いつものレイドだと、はい、こうね、詩人さんが間違ってピャンって撃っちゃう。Also man kann nicht jedes Mal, wenn man Rikos Hydros betritt, そういうのできない。Auch in diesen Dungeon mit rein. したら再チャレンジするためには。Entweder muss man vielleicht von irgendwelchen Gegnern Items farmen, damit man da reinkommt. You know, for example, maybe your bard is, oh, I shot, oh, we wiped. Yeah, let's try again. No. Okay. So, そもそもだって、ワイプしてたらさ、またさっきみたいな。Wipe bedeutet, ist vorbei. Yes. So if you wipe, there's a chance to get a level down. Yes. では、ここまあ、どんな敵がいるかというと、こんなやつが。So, what kind of enemies are inside the arsenal? Final Fantasy 11をプレイしてたよって人。How many people played Final Fantasy 11? ああ、いますね。ああ、いますね。彼の名前は ?What's his name? ああ。Yes. Yes. ちょっと解説しましょう。内部はですね、まあ、アブソリュートバーチューもそうですが、多数の、強敵が配置されてます。Okay. So inside, you will encounter very many powerful bosses.Absolute virtue included. トラップ、それ以外にあのディープダンジョンかのようなトラップも存在してます。And there are lots of deadly traps like those you encounter, in the deep dungeon that enfeeble you. さらにですね、このダンジョンの中に蘇生制限というデバフがかかっており。And also, all players will have a debuff that restricts resurrective magic such as rays.生き返れない。Okay. Cannot come back. Gebiet, wo man nicht wiederkommen kann. Also 100%ig, wenn du tot bist, XP verlierst und wahrscheinlich dein Eureka Element Level verlierst. Warum sollte man da reingehen? Warum? You need that trust in your companions. That perseverance. 途方もない時間。And a whole lot of time.知恵 and so, wisdom. Also so eine Art tiefer Dungeon, aber halt in Eureka-Style. Und 運が必要です And a lot of luck. Ah. 繰り返しですが Luck gibt's jetzt im Cash-Up zu kaufen. とてつもなく難しいです I will repeat this. This is very, very difficult content. で、その難しさっていうのはやっぱり失敗した後のリスクが非常に高い yeah, RNG, genau. And there's the risks.That are great for when you fail. なので本当に挑戦する覚悟のある人たちで、挑んでいただきたい。ここはね本当にねストーリー上とか別にやらなくていいので。Only those who are ready for the challenge need to apply. Because again, this has nothing to do with the story. The story is already finished. ただそれでもこれらの条件をクリアして、okay. それはただの Leute, ゲームの中ですら。本当に挑戦するんですか？はい、いいえっていうのが出るので。I mean, but those who are crazy enough to want to take that challenge, I mean, even when you start,
there are extra pop-ups like, are you really sure you want to do this? それをはいと押した方でぜひ挑戦していただきたいなと。Those who press yes, good luck. Oh, da gibt's easy wieder ein Run. これ以上の情報は出しません。ぜひ、まあ、サーバーワールド単位でというよりは DC 単位で情報交換しながら攻略を進めてください。Yes, there are a lot of secrets again, and we're hoping that players play through this and talk about them throughout their DCs and spread that information up. はい、もちろんね、これバルデシオンアーセナルの中にいる人たちだけじゃない、要素とかもいろいろありますんで、このユダトス編全域を使ってプレイヤーの力を結集してね、戦ってみてもらいたいと。We want players to get together and join together and communicate and talk aboutfiguring out how to clear this Hydatos content as well as the Baldessian Arsenal. Guck mal, du vibest, verlierst ein Level. Gehst nochmal rein, verlierst nochmal ein Level. Gehst nochmal rein, verlierst nochmal ein Level. Und hast du auch irgendwann keinen Bock mehr. Also, instant Level, aber halt immer. Was sind das? 25% von der XP-Leiste?Alright, so 4.55, yes, it's these two main things. Ob das so viele machen werden, kann ich mir nicht vorstellen. 今日はファンフェスティバルの会場で行うプロデューサーレターライブなので、もう一つ、とっておきの情報をお知らせしようかなと。But, seeing that I'm here, this is a very special letter from the producer live, why not bring out something new? 我々が…こうね、皆さんと一緒に僕ら作って皆さん遊んでいただいているファイナルファンタジー14ですよね。So, as you know, the game that we're creating and you guys are all playing is Final Fantasy 14. Yes. そういえば、でももう一本次なるファイナルファンタジーってリリースされてましたよね。But a Final Fantasy after 14 has been released, right? あったよね。Yes, I think so.ただ僕もうお知らせしたいんですけど、はい、すごい不安なことがあってですね。So, I mean, I want to tell you, but I'm a little bit nervous. I'm a little bit worried about something. 動画が流れるのかな？ I'm worried that the video will actually roll or not. 大丈夫だよね。Also, 信じるよ。Are we good? Die wollten PvP zeigen. 信じる心。Und da ging das Video halt nicht los. それでは、皆さんにお届けしたいと思います。新しいお知らせです。こちらをどうぞ。Let's show you the new video. Roll it! Yes, sir. Ah, kein Benzin mehr. Schon wieder. Camping, ja.Wir haben ja bei der Collaboration mit 15 haben wir gegen die Final Fantasy 14 Garuda gekämpft und jetzt auf einem Reverse Fight ist wie gegen die andere Garuda kämpfen. Nice.Yes. Oh. Oh. Ja. Zum Glück habe ich mir nicht alles gleich live angeguckt, sondern nur so ein paar Notes.
一番いいところでライト上がるっていう、ね、It's the perfect point, the lights turned on too quick. これあの放送をご覧の皆さんは気づかないかもしれません。あ、まあね、確かに。It's only about the venue.というわけでですね、ファイナルファンタジー14とファイナルファンタジー15の、コラボレーション、のお知らせです。So, our latest collaboration will be with Final Fantasy 15. はい。もうね、15側に Monstertrack-Version von Regalia haben? スタートしてますか? Nicht diese Limousine? Yeah, we already had the collaboration with 15 where 14 content was in Final Fantasy 15, but... はい、エオルゼアの世界にノクティス、主人公の ね、ノクティスが、舞い込んで入ります。But now Noctis will be making a visit to Eorzea. まあ、エオルゼアに旅をしに来たのかな。Ah, he's journeyed. He's on a trip to Eorzea. A road trip to Eorzea. まあ、14ね、これからシャドウブリンガーズ 5.0 に向かって、大体5ヶ月弱あるんですけど、まあ、今日お知らせしたパッチ 4.55 の2大コンテンツもそうですし、まあ、4.56 もあります。それに加えて、こちらのコラボレーションもありますので、ぜひね、5.0 まで、長くね、4.5X シリーズを遊んでもらいたいなと思っています。So, until Shadowbringers release, we have about a little bit less than 5 months remaining, but we have a lot of great content in 4.55, Hidden Gorge, and Hydatos, as well as in 4.56, as well as this new collaboration. So, there's going to be lots to do while you're waiting for Shadowbringers.ってことは、これは 5.0 より前に来るってことですね。So you say that, I mean, this is coming before 5.0. Yes. いつ頃になるかご紹介いただけますか? When it will be? 4月中旬を予定します。We're thinking mid-April. はい。Mitte April soll die Kollaboration kommen. Okay. ありがとうございます。何か、このコラボに関して他に今お知らせいただけることはありますか? Do you have anything more to, I mean, introduce? むしろなんか聞きたいことはありました、先ほどの映像に。So, I mean, is there anything you want to ask about what you saw in the trailer? Yes, we have. Mm-hmm. See? Something moving four wheels. Moving four wheels. Rock square flying. What was? Oh.飛んでるレガリア、yes. レガリア車みたいなやつ Yes, that vehicle, that car, the Regalia. Regalia. ああ、なるほど。4人乗ってたね。Four people riding Regalia. あれ、ファイナルファンタジー15に登場する、まあ、レガリアという車なんですけど、はい、まあ、ノクティスたちは4人であの車に乗って、まあ、旅をしてた。Yeah, that's the vehicle that Noctis and his bros used.To travel through the world in 15. Yep. まあそれをイメージして。Oh. And so yeah, we created that based off of that design. So that means ってことは that. ん？乗れるのかってこと？Ah. Can we ride it? Can players ride it? 映像だけかもしれない。Ah, it's only the video. It's only for the video. Really? もしあれでだよ。光の戦士がの手に入らな、ね、レガリア手に入らなかったら、みんな多分アカウントキャンセルする。そうです。Yeah, I mean, after showing this and not making it available to the players, everybody's going to cancel their accounts. 大丈夫です、レガリア、リワードで追加されます。That's right. That is one of the rewards. One of the mount rewards, the Regalia. Man bekommt, wenn man die... Gut. まあ、このトレーラーね、後ほど多分 YouTube に上がったりすると思いますので、あのじっくり見てもらえればいいんですけど、4人とも乗り方がちゃんと違います。Alright, this video will probably be up on YouTube very soon, but if you take a close look, everybody that's riding in the car, they all have different poses while they're riding in the car. こんな運転してるしね。Driver. ララフェルね、座れない、あの届かないからさ。So Lalafels can't make it reach, so they have to...あのちゃんとね、いろいろ凝ってコストかけて作ってます。So we've used a lot of resources to create a lot of different variations. というわけで、Final Fantasy 14初の4人乗りマウントとなりますので、そちらもご期待ください。And so what you saw will be our first four-player mount released. Nice. はい。
ありがとうございます。それでは前半戦はこのぐらいにしたいと思います。はい、So this is a wrap of the first half of the, today's live. So moving to the second part of the today's program. So ではここから後半戦に行きたいと思いますが、So please help me welcome the guest to the stage.So, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, please welcome to the stage our character concept artist, Ayumi Namae. Diese Schokomusik, ne?Need help? Okay. Jetzt muss ich hier was gucken. Ich glaube nämlich, jetzt kommt Präsentationszeug, Werbungszeug. Nichts mehr. Zu Updates direkt. Genau. Die sind halt, die machen halt Kostüme fürs Spiel. Die werden ein paar zeigen. Ich glaube zwei oder drei. Das für einen Astrologen sieht halt auch noch richtig gut aus. Lass mal gucken. Ich könnte.Noch mal schnell in den Discord rübergehen. Praktisch, ich habe den Livestream nicht komplett verfolgt. Ich habe halt hier im Reddit Discord immer nur nachgesehen, was sie jetzt noch hatten. Also es gibt halt Unterschiede in den Kostümen für männlich und weiblich. Man hat halt das Kostüm schon an Orion G gesehen aus dem Trailer. Sie implementieren Capes. Und sie arbeiten halt mehr daran, dass die 3D-Modelle der Sachen besser aussehen im verschiedenen Licht zum Beispiel. Also wir machen jetzt ja auch so ein kleines Q&A mit den beiden Damen. Und eins wollte ich noch zeigen, bevor wir aufhören.Genau. Sie wollen jetzt auch verschiedene Kostüme aus Elf übernehmen für verschiedene Charaktere, mal schauen, wie die aussehen würden. Wo war das?Announcement Time, genau. Jetzt näher kommt wirklich nur noch Werbungsdingszeug. Hier Mogelstation Cloud kann man sich kaufen und sein Bike. Das nächste Fan-Festival ist dann 23. und 24. März in Japan. Da wird es dann nochmal eine Klasse geben, die angekündigt wird für 5.0.
dann paar Statuen und sowas dann zu kaufen geben wird, wurden da noch präsentiert. Einmal hier so Garuda soll das, glaube ich, sein. Dann das Gold Sorcery Kaktopat-Brettspiel. Und das wurde aber, glaube ich, im letzten Livestream auch schon mal. Dann Bücher, die Chroniken des Lichtes und so ein Artwork-Book noch zu kaufen. Hier musste ich noch mal gucken. Genau. Und wenn man das dieses Artwork-Book holt, sieht man hier, includes a bonus item code for an in-game dress Tataru Minion. Das heißt, Tataru in diesem Kugane-Style-Outfit wird es dazu geben. Die haben das auch live da nochmal so ein bisschen gezeigt. Ansonsten halt Musik, Piano, Kompositionssachen. Denn halt vom Pre-Order 5.0 Stuff nochmal die genauen Zeiten, ab wann zu pre-ordern sein wird. Dann war hier nochmal wieder Verabschiedung und so weiter. Genau. Und mal gucken, wir können zum Live-Ding rübergehen, aber ich glaube, die sollten da jetzt fertig sein. Ja, die sind da jetzt fertig. War jetzt nicht so viel wie im Video von gestern, aber ich glaube, das reicht auch. Wir haben ein bisschen was von Hydratos da gesehen. Wir wissen, dass es da ein neues Max-Level geben wird. Wir wissen, dass es da eine 56-Mann-Dungeon geben wird. Wir wissen auch, dass es wahrscheinlich neue Logos-Kommandos geben wird. Wir wissen, dass wir das Equip dort weitermachen werden, auch wenn wir nicht wissen, ob das nur die Rüstung oder nur die Waffe oder beides gleichzeitig sein wird. Ich hoffe, dass die Waffe dann auch auf 400 Item Level oder 405 dann gebracht wird. Ja, dann ein paar Zeiten haben wir bekommen, wann noch verschiedene andere Patches kommen werden. Und dass die Kollaboration mit Final Fantasy 15 noch vor 5.0 kommen wird und wahrscheinlich so Mitte April. Und dass wir da ein Regal ja zum Rumfahren bekommen werden. Okay, ja. Das wollte ich noch gucken. Gestern im Livestream und auch jetzt in dem noch haben sich die Leute immer beschwert, über die Vira. Und zwar, dass es keine männliche Version gibt. Und ich kenne selber nur weibliche Vira-Charaktere. Genau, hier aus Final Fantasy Tactics, denn aus Final Fantasy 12. Gucken. Äh,
Also ich wüsste nicht, dass ich schon mal männliche Vira gesehen hätte. Natürlich sind die Spiele alle unendlich lange her. Gibt es tatsächlich gucken wir mal bei den beiden Sachen genau, Tactics und 12. Daher kenne ich die auch. Genau, Golmoa-Dschungel, das ist ja praktisch der Redwood, den wir jetzt als neues Gebiet mitzubekommen. Cookies, ja. Rabbit, genau. Genau, sie sind praktisch mit bis zu 50 Menschenjahren sind sie noch Teenager. Das heißt, sie leben viel länger als jede Menschenrasse, können natürlich besser hören und besser sehen. Sie können auch die Stimmen der Spirits der Welt hören. Und die werden in drei Unterklassen eingeteilt. Die Vena Vira, die Rava Vira und die Feola Vira. Genau. Das hätte ich auch. Das kannte ich auch. Aber steht hier irgendwo was von dem männlichen Vira? Oder ist eine dieser Unterteilungen eine männliche Gruppe? Ja. Ich glaube, da gibt es nur zu den Viola Vira ein Screen, oder? Ne. Ne, ist nur diese. Okay. Also ich kann mich halt komplett nicht daran erinnern, dass es da auch eine männliche Form von gibt. Genau, und das eine sind halt die Vinavira, die mit der dunklen Haut. Die Veolvira, das sind kleinere. Also praktisch die Lalafell unter den Vira. Ja, aber. War soweit auch nichts. Also nichts genau hier. Die sind, glaube ich, kleiner, die Veolvira. Ah, die sind auch weiblich. Hier ist ein Mann mitgezeigt, das ist aber
Forum, das hat irgendeiner selber gemacht, das ist nichts official. Nö, also. Ja. Wird es wahrscheinlich keine männlichen Vira geben. Okay, hier wird noch ein bisschen gequatscht halt. Nichts mehr zum Patch. Da. Hier schreibt es auch gerade einer live. Männliche Vira sind physikalisch nie in Erscheinung getreten in Final Fantasy Spielen. Also nochmal da die Bestätigung, es wird wahrscheinlich keine männlichen Vira geben. Finde ich aber nicht schlecht. Okay, und das war's denn jetzt mit dem Live-Letter. Jedenfalls zu den Sachen, die dann demnächst kommen werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, Leute.